Hoffentlich schreibt Berger heute keinen Test. Ich kann die Strahlensätze überhaupt nicht. Es ist aber auch nicht gerade leicht, sich zu konzentrieren, wenn nebenan immer rumgeknutscht wird. Eifersüchtig? Total. Aber mal im Ernst. Die beiden sind doch ein hübsches Paar. Findest du nicht? Im Prinzip ja. Ich muss mich nur erst dran gewöhnen. Ich glaub's ja nicht. Bist du wieder hier? Warte. Wie geht's dir? Alles okay mit dem Baby? Seit gestern Abend gut und ja. Und hier? Irgendwelche spektakulären News? Und ob. Marie-Louise und Carla sind jetzt ein Paar. Wow. Nicht schlecht. Und Berger ist neuer Direktor. Ja, hat mir Milena schon am Telefon erzählt. War ja klar, dass der Zech uns wieder so viel aufgibt. Der kann's einfach nicht ertragen, wenn wir mal ein bisschen chillen. Findest du nicht, dass der uns heute die ganze Zeit so seltsam angeschaut hat? Nö. Wie kommst du denn darauf? Na, schließlich weiß ja jetzt jeder über uns Bescheid. Na und? Sind doch alle voll cool damit umgegangen. Stimmt schon. Aber Zech war irgendwie anders heute. Ja, das bildest du dir ein. Schließlich haben wir in seinem Unterricht gar nicht sowas gemacht. Oder sowas. Nicht schon wieder. Könnt ihr euch mal einen Moment voneinander losreißen? Ich habe nämlich echte Hammer-News für euch. Was gibt's denn? Ihr glaubt nicht, was Paulina gerade vom Stapel gelassen hat. Und? Ja, sie kommt nicht. Ach, egal. Dann spielen wir halt alleine weiter. So doch nicht. Du machst den ganzen Bezug noch kaputt. Der Stock ist ja auch viel zu lang. Der Stock heißt Kö. Du musst ihn ganz locker halten. Siehst du ihn so aus. Cool, und was mache ich da mit der anderen Hand? Die andere Hand, die stützt am besten hier auf der Bande ab. Und, ja. Okay, ich glaube, ich störe hier nur. Quatsch, los, komm, wir spielen noch eine Runde. Okay. Da hat aber jemand gute Laune. Was dagegen? Nö, überhaupt nicht. Aber hat das vielleicht was mit der Partie Kuschelbär zu tun, die du gerade mit Manuel gespielt hast? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Jetzt tu doch nicht so. Und wo soll ich meine andere Hand hin tun? Habt ihr beiden nichts Besseres zu tun, als mir hinterher zu spionieren? Naja, das war ja nicht zu übersehen, wie ihr zwei geflirtet habt. Haben wir gar nicht. Nein. Und ab morgen ist die Steiner wieder Direktor. Bist du etwa wieder in Manuel verknallt? Blödsinn. Wir haben nur Spaß gemacht. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Und träum was Süßes, Coco. Worauf du dich verlassen kannst. Das war Silvester. Beziehungsweise Silvester habe ich eigentlich verschlafen. Das war mein erstes Theaterstück. Oh. Meine Schuleinführung mit meiner Mutter. Das war der Horror. Na, deine Mutter sieht aber auch nicht gerade glücklich aus. Ich bin ja auch nicht dazu da, um meine Mutter glücklich zu machen. Aber mich. Oh nee, schon wieder. Könnt ihr das nicht machen, wenn ihr allein seid? Kannst du nicht anklopfen? Ich hab geklopft. Max, hallo. Wie schön, dass du da bist. Setz dich doch. Was gibt's denn, Maxchen? Max. Wie wichtig ist Freundschaft für euch? Na, wichtig. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Wichtiger als ein Genie zu sein? Genie? Worum geht es denn? Früher konnte man mit Tim alles machen. Tim hatte immer Zeit. Immer eine gute Geschichte auf Lager. Ja, und jetzt? Alles dreht sich nur noch um Zahlen und um Berger.
Tim steht jetzt im Scheinwerferlicht. Ist doch klar, dass er das genießt. Bei uns stand er doch genauso im Mittelpunkt. Eben nur als Tim und nicht als Bergers kleines Genie. Ach, Maxchen. Na, wie war es beim Shoppen? Toll. Nichts gekauft? Nichts gefunden. Und mit Manuel? Alles okay? Klar ist alles okay. Dann ist er über Leila hinweg? Total weg. Würde ich erstens merken beim Küssen. Die beiden wieder zusammenkommen. War wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Coco hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und Manuel hat erkannt, dass er ohne Coco doch nicht kann. Soll vorkommen. Wir mussten ja auch zweimal hinschauen. Tja, Liebe auf den ersten Blick war gestern. Sag ja zur zweiten Chance. Hallo? Hey, das ist mein Brötchen. Halt mal locker. Das habe ich mir gerade geschmiert, Junge. Ja, super. Ja, guten Morgen. Ich habe von unserem Zauberpferd geträumt. Konnte es fliegen? Bis zu den Sternen. Genau wie im Märchen. Was? Ihr erzählt euch eure Träume? Von Zauberpferden? Ey, Munir ist ganz anders, als ihr glaubt. Der ist überhaupt kein Macho. Hast du gesehen, wie Mia Munir angeschaut hat? Yep. Mia ist verliebt. Fragt sich bloß, wie es bei Munir aussieht. Ja, bei dem weiß man doch nie genau, woran man ist. Eben gibt er noch den Obermacho und im nächsten Moment säuselt er Mia seine Träume ins Ohr. Wäre schon prima, wenn Mia endlich einen richtigen Freund hätte. Oh, wieso habe ich Munir vor Mia nur so mies gemacht? Jetzt kann ich ja schlecht das Gegenteil behaupten. Wir müssen vor allem herausfinden, ob er es mit ihr auch wirklich ernst meint. Wenn nicht, dann kann der Typ was erleben. Na, ihr Turteltäubchen, über wen lästert ihr gerade? Ach, weißt du, ich versuche Carla gerade zu beweisen, dass sie mit mir kein so großes Los gezogen hat. Ey, die hätte Munir haben können. Der Typ hat echt einen tollen Buddy. Sieht klasse aus und... Und tolle Geschichten erzählen kann er auch. Stimmt. So habe ich das natürlich noch gar nicht gesehen. Ey, hallo. Ich denke, ihr beide? Ja, wir sind ein Paar, aber das heißt ja nicht immer, dass jetzt das andere Geschlecht total tabu ist. Und gegen Munir sehe ich eben alt aus. Klasse Typ ist er ja. Wirklich. Mama hat auch keine Idee, was ich Papa schenken kann. Wie wär's mit einem Foto von uns beiden? Ja, klasse Idee. Zeig mal. Na, schau mal einer an. Wir müssen ja auch überlegen, wie wir das mit dir machen. Wie lange du wegbleibst, wenn Heinzel da ist. Ob du den Abschluss machen kannst oder lieber ein Jahr aus... Ist Munir schon da? Naja, wäre ja nicht das erste Mal, dass er verpennt. Also nein. Da kommt er. Ich bin schon weg. Ist dir das peinlich? Hast du noch lange in der Hausarbeit gesessen? Als du weg warst, hatte ich nur Bock. Aber ich habe dann mächtig rangeklotzt und die Zusammenfassung geschrieben. Die Goniometrie ist die Lehre von der Winkelmesse. Die das Rechnen von bestimmten Funktionen, der trigonometrischen Funktionen, die von den Winkeln abhängen, beschreibt. www.gutgeklaut.de. Deine ganze Hausarbeit Wort für Wort aus dem Internet gedownloadet. Mia. Du hast mich angelogen. Berger hat sich voll auf mich eingeschossen. Die kannst du nicht abgeben, das ist Betrug. Das merkt doch eh keiner. Klar, Carla hat sofort gemerkt. Du glaubst ja nicht, dass Berger so bescheuert ist und das nicht checkt. Der hat doch gar keine Zeit, genau hinzugucken. Bei der Masse Hausarbeiten. Du machst das nicht! Rüll doch mal lauter!
Willst du, dass ich total abstürze? Nein, aber mit dem Betrug würdest du's. Ach, ich störe ja nur ungern, aber eines ihrer Lieblingsfächer verlangt nach ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit. Oh, so umfangreich. Oh, wenn Inhalt und Form adäquat sind. Ja, komm, geben Sie mal her. Ich nehme das gleich mal mit. Wenn ihr wissen wollt, was Bruno ausgefressen hat, der hat nichts ausgefressen, sondern unsere Kekse weggefressen. Boah, das ist ja voll fies. Ist ja echt voll geplündert. Früchte kannst du jetzt ausfallen lassen, Bruno. Echt? Das stimmt gar nicht. Du bist echt so mies. Ich hab doch genau erklärt, was gestern Abend los war. Oh, das Märchen vom großen Unbekannten, ja? Kekse, 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 Kekse. Ich verstehe Bruno nicht. Es wäre doch viel leichter für ihn, wenn er es zugeben würde. Sind Sie sicher, dass er es war? Herr Berger, schönen Nikolaus. Was? Selbst gestrickt. Aber bitte erst anziehen, wenn Sie sicher sind, dass keine Schokolade mehr drin ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich wünsche uns allen eine freudige und besinnliche Vorweihnachtszeit. Ich gab's. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich habe ihm nur geholfen, den Sack mit Geschenken aufzuschultern. Eine frohe Weihnacht euch allen und mögen euch gefallen die vielen Geschenke und guten Gaben, die sich hier angesammelt haben. Ein jeder von euch war mit Liebe bedacht in dieser Zeit, die die Herzen aufmacht. Freunde? Fröhliche Weihnachten, esse ich. Danke. Fröhliche Weihnachten, Herr Berger. Das ist Stressnitzer. Brecht euch was ab. Ein alter bosnischer Brauch. Wer die Münze bekommt, hat im neuen Jahr besonders viel Glück. Louis Habermann. Fabian Stass. Ah, sehen wir mal, ob er redet, der dahinter steckt. Ich glaube, diesem Geschenk ist ein weihnachtliches Lied angemessen. Und ich denke, wir kürzen das ab. Ohne Lied kein Geschenk. Ich mach mich doch hier nicht zum Affen. Doch. Wer ist für Singen? Singen, singen, singen. Wo gesungen wird, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Aber du erkennst einen Asia selbst in Verkleidung. Singen, 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 singen. Oh, ho, 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 ich muss weiter. Ein frohes Fest euch allen. Bestimmt deins. Ich trage kein Lila. Das ist Aubergine. Dich habe ich ja schon richtig vermisst. Jedenfalls besser als spießige Klamotten für spießige Weihnachten. Schatzi, ist das deins? Ja. Danke. Mann, ihr habt gut lachen. Du bist in China Peking-Ente und du bestimmt Truthahn. Schatzi, ist das auch deins? Kannst du mir mal zuhören? Es ist echt total öde. Es gibt jedes Weihnachten dasselbe. Du hast meinen halben Kleiderschrank bei dir drinne. Hättest du mich nach China eingeladen, ich hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Aber bleib doch im Internat. Spinnst du? Weihnachten ohne den ewigen Gänsebraten, ohne Bratapfel und den schiefen Baum und ohne diese leckere Buttercremetorte. Na, was gibt's, Maxchen? Max. Ach, Julia. Wegen China? Nein, sie will, dass Frau Blume sie adaptiert. Also ich finde, die beiden passen gut zusammen. Vielleicht kann da ja wirklich was draus werden. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich hoffe, die verrennt sich nicht. Macht sie schon nicht. Take your time now.
dein schönstes Geschenk. Ja, Max. Wir müssen los. Max? Alles? Mach dein Geschenk erst am 24. auf. Ein Geschenk für Julia. Tja, tut mir leid. Ich habe wirklich überall gesucht. Och nee, Carla, das ist doch jetzt nicht wahr. Vielleicht ist hier ja was für Julia dabei, hm? Bitteschön. Die sind der Hammer. Stehen dir echt super gut. Sollte ich für den Kollegen von meinem Vater mitbringen. Die sieht echt wertvoll aus. Mhm. Und jetzt kommt. Coco ist bestimmt schon in der BFZ. Ach nö, ich brauche noch ein bisschen. Ja gut. Dann bleib halt. Und dann hat der Klatsch das Hackfleisch ins Gesicht bekommen. Elizabeth Bay sieht aus wie ein Engel und ist hammerhart. Ich lass mich doch nicht verarschen. Ja, er hat sich aber schon ganz schön viel Mühe gegeben, um dir zu gefallen. Ja, Max gibt sich auch immer ganz schön viel Mühe. Ja, aber im Gegensatz zu Max ist Fabian einfach nur ein hinterhältiger Widerling. Kann jemand, der auf einen Liebesroman abfällt, von Grund... Meine Schwester! Hallo! Hey, was? Hey, hey, hey.